Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Teil der Star Trek Eagle Moss Reihe hier bei Meeplecat. Heute schauen wir uns die USS Voyager etwas genauer an. Ihr könnt hier schon das Modell schön sehen, 360 Grad. Und ich werde euch mal ein paar Daten dazu geben. Die Registrierungsnummer ist die NCC und die Nummer, die man sich nie merken kann, 74656. Sie ist das zweite Raumschiff der Intrepid-Klasse, das je gebaut wurde und wurde auch gebaut, genau wie die Enterprise D, in der Flottenwerft Utopia Planitia. Vom Stapel gelaufen 2371, zurückgekehrt aus dem Delta-Quadranten, wo sie ja verschollen war, 2378 und soweit wir wissen, wurde sie nie zerstört. Sie ist insgesamt 344,5 Meter lang und das Ganze gibt es auf 15 Decks, wo sich dann 141 Crewmitglieder tummeln. Und die wird richtig schnell mit Warp 9,975, die sie maximal 12 Stunden lang halten kann, ist das hier ein echter Raser und bewaffnet mit 11 Phaserbänken, 4 Photon-Torpedowerfern und natürlich unter dem Kommando von Captain Catherine Janeway. Das waren sehr viele Fakten zum Raumschiff. Schauen wir uns das Modell mal genauer an mit dem mitgelieferten Ständer. Ihr seht, das dockt hier hinten an dem Modell an, genau wie bei der Enterprise D. Sitzt hier zum Glück aber etwas stabiler drin, sodass das nicht bei jedem Staubwischen direkt rausfällt. Aber dennoch kann es hier leicht rausrutschen. Hier unten der Standfuß, der ist auch etwas locker. Auf der Unterseite haben wir natürlich nochmal die kleine Plakette, wo dann auch nochmal Voyager mit der Registrierungsnummer draufsteht. Soweit so gut. Das Modell an und für sich hat eine nette Größe, ist natürlich kleiner als die Enterprise D zum Beispiel, aber dennoch eine sehr ordentliche Größe und viel Metall. Metall ist hier diese komplette Untertassensektion, geht hier runter bis hier hinten hin. Dort ist alles aus Metall und dann dieser untere Bereich hier, hier kann man das sehen, das ist dann alles aus Plastik inklusive der Warp-Gondel. Hier sieht man dann auch die Linie, wo Metall und Plastik aufeinandertreffen. Also relativ viel Metall, recht wenig Plastik und sieht so ganz gut aus. So, schauen wir uns die Details an. Und zwar erst einmal hier auf der Untertassensektion. Dort haben wir die Registrierungsnummer stehen, USS Voyager NCC 74656. Sieht alles ordentlich gedruckt aus. Rechts und links sehen wir schon Phaserbänke dann. Hier etwas weiter oben finden wir dann die Brücke, wo auch die Bereitschaftsräume direkt nebendran sind. So von den Aufdrucken her kann man nicht meckern, sieht alles ziemlich ordentlich aus. Hier an diesem braunen Bereich, da sieht es ja so ein klein bisschen ausgefranst aus an manchen Stellen, aber das ist wirklich dann schon Jammern auf hohem Niveau. Insgesamt gibt es hier nichts zu meckern. Für so ein Modell sieht das alles echt gut aus. Wie immer eigentlich bei Eagle Moss, da habe ich noch keinen Komplettausfall gehabt, was das angeht. Hier sehen wir nochmal die vordere Sensorphalanx. Dann haben wir hier noch einen kleinen Hilfsdeflektor. Der ist auch aufgemalt, also kein Plastik, das hier farbig eingebracht wurde. Gehen wir mal weiter rum auf die Unterseite. Dort sehen wir dann auch nochmal das Branding mit der Registrierungsnummer natürlich. Und ganz interessant, hier ist das Hilfsbeiboot, das bei der Intrepid-Klasse mit eingebaut ist, das aber wirklich nie zu sehen war in der Serie. Es gab eine Simulation, wo man sehen konnte, wie die hier ausdockt. Das ist, glaube ich, Aero Wing. So heißt das Teil, also wie quasi die Yacht des Captains auf der Enterprise E, gibt es auch hier ein extra Beiboot, was hier ausklinken kann. Das ist dieser Bereich hier, wusste ich, als die Serie lief, auch gar nicht, dass das so eigentlich vorgesehen war. Auch hier sehen wir die ganzen Aufdrucke, sieht gut aus. Dann haben wir unten den Hauptdeflektor, auch der ist drauf gemalt und kein extra durchsichtiges Plastikteilchen. Das hier sind, glaube ich, die beiden Photonentorpedorampen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Schauen wir mal auf die Seite, dort haben wir dann auch das Sternenflotten-Logo. Und ja, die Linie sieht ein klein wenig unscharf aus, ist aber alles noch im grünen Bereich. Auch hier unten drunter nochmal die Phaserbank. Ja, also man sieht schon sehr viele Details, wie hier bei den ganzen Eagle Moss Modellen. Das gefällt mir echt gut, dass die einfach sehr detailliert sind und dennoch für die Größe echt schön gearbeitet. Auch hier die Warp-Gondeln haben nochmal die Registrierungsnummer mit drauf, mit dem Sternenflotten-Logo. Und dann sehen wir hier die Warp-Gondeln selbst. Die Warp-Spulen, die sind hier aus blauem Plastik dann etwas transparent. Man kann hier sehen, wo das befestigt wurde, aber das geht so schon in Ordnung. Die Bussard-Kollektoren, das sind hier vorne die kleinen roten Bereiche, die sind hier nur aufgemalt, kein extra Plastik-Inlay. Gehen wir mal etwas nach hinten, dort sehen wir einmal hier die Shuttle-Rampe, wo dann auch der Delta-Flyer zum Beispiel später immer rausgestartet ist.
Hier hinten das Gestreifte, das sind die Impulsantriebe. Einmal rechts und einmal links. Also sieht alles sehr schön aus. Und insgesamt auch ein Modell, was mir wirklich gut gefällt. Es gibt hier noch ein zweites Modell, das auch die Voyager zeigt mit ihrer Panzerung. Das finde ich optisch jetzt nicht so ansprechend und interessant, weil da einfach weniger Details zu sehen sind. Deswegen habe ich mir das Modell auch noch nicht geholt. Kommt vielleicht noch mal später. Aber insgesamt gefällt mir hier die Voyager ziemlich gut und ist eine sehr schöne Ergänzung hier für jede Sammlung. Und jetzt schauen wir uns noch kurz mal das Begleitheft an. Die Voyager gab es also in Heft Nummer 9 und hat wie immer einen schönen Aufdruck vorne drauf. Dann haben wir auf der ersten Seite ein paar technische Daten und Spezifikationen stehen. Anschließend nochmal ein wenig was zur Geschichte, wie das dazu kam, dass die verschollen war und wie sie in den Delta-Quadranten gekommen ist. Schöne Farbaufnahmen hier, auch vom Innenraum und ein paar Fakten, die man sich durchlesen kann. Die ist übrigens 700 Tonnen schwer. Nur, dass man hier mal so einen kleinen Eindruck hat. Und hier haben wir den Aerowing. Das ist dieses kleine Shuttle oder dieses kleine Hilfsschiff, was hier auf der Unterseite sitzt und sich abdocken kann. Hier kann man das sehen. Da wurde tatsächlich eine Sequenz erstellt, wo dieses Abdocken zu sehen war. Aber sie haben es aus irgendeinem Grund nie verwendet in der Serie. Eigentlich sehr schade. Ist auch eine schöne Sache. Und ja, hat nie Anwendung gefunden. Dann haben wir hier nochmal ja, so ein Schemata, wo man sehen kann, wo hier alles sitzt auf dem Raumschiff, wo die Phaserbänke sind und so weiter. Und jetzt kommt der interessante Teil, das Design und die Konzeptzeichnungen, denn die haben sich ja mal überlegen müssen, ja, wie soll die Voyager denn eigentlich aussehen? Und hier kann man immer schön sehen, wie sich hier die Konzepte entwickelt haben und wie dann aus der ursprünglichen Form dann das eigentliche Enddesign entwickelt wurde, finde ich immer ausgesprochen interessant. Ja, ich bin ganz froh, das hier sieht zwar auch interessant aus, aber dass es das nicht geworden ist. Da gefällt mir die endgültige Voyager doch schon etwas besser. Also da wurde viel, viel Arbeit investiert. Hier sehr skurril mit dieser Finne hier oben drauf. Das sieht irgendwie mehr aus wie so ein richtiges Forschungsraumschiff, finde ich. Tja, könnte man vielleicht irgendwann trotzdem mal so bauen. Und im Endeffekt kam dann ein relatives Design raus. Das sieht schon ziemlich aus hier wie die Voyager, bis auf so ein paar kleine Details. Also immer wieder sehr interessant, hier das zu sehen, was hier in den Heften drin steht. Man liest doch immer hin und wieder mal was, was man noch nicht kennt, auch als eingefleischter Trekkie. Und von daher hat mir das hier sehr schön gefallen. Das war also das Eagle Moss Raumschiffmodell der USS Voyager. Ein schönes Teil. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.